So, herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Makro-Test-Video-Serie 60mm Makro Olympus. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das nennen soll. Ich habe noch kein Bild gesehen, aber ich habe ein Bild gemacht. Ich habe nicht komplett bis hinten durchgesteckt, das ist mal ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zum ersten Hilfsmittel und das sind sogenannte Zwischenringe. Ich weiß gar nicht, ob es von Olympus welche gibt, aber es gibt für MFT solche Zwischenringe. Und damit man das sieht, habe ich mir die lustigerweise in Rot bestellt. Das ist ein kleiner und ein großer. Der kleine hat weniger Wirkung, der große mehr Wirkung. Und den werde ich jetzt einbauen, weil ich will ja wissen, ob es geht. Und wie viel geht. Deswegen kommt das jetzt in das optische System. Jetzt, das ist wichtig für diejenigen, die noch nie mit so etwas gearbeitet haben. Ein Zwischenring. Moment, ich muss das Objektiv hier abmachen. Ein Zwischenring bringt die Naheinstellgrenze näher ans Objektiv, dadurch wird das Bild größer. Soweit, so gut. Was ist der Nachteil? Das sollte man immer wissen, wenn man Zwischenringe einsetzt. Der Nachteil ist, ihr könnt nicht mehr auf unendlich fokussieren. Wenn ihr also mit dem Objektiv irgendwo unterwegs seid und habt die ganze Zeit vor, kleine Sachen zu fotografieren, alles schön und gut, und dann steht da hinten irgendetwas, was ihr fotografieren wollt, im Unendlichen oder selbst in ein paar Meter Entfernung. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der, wenn das Objektiv auf unendlich ist, wo der Naheinstellpunkt ist. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr für unendlich geeignet. Und das kann natürlich dazu führen, dass die ein oder andere Aufnahme euch durch die Lappen geht. Wer zwei Bodies hat, der weiß jetzt, was er tun kann. Nämlich einen zweiten Body mitnehmen und dann sagen, hey, falls da jetzt irgendein Tier kommt, habe ich da noch ein anderes Objektiv und eine andere Kamera am Start. Das mal nur zum dran denken. So, ich habe leider die Kamera so eingestellt, dass sie sehr schnell in den Ruhemodus geht. Und jetzt brauche ich meine Brille, weil ich muss ja was sehen. Ich habe jetzt den Zwischenring eingebaut. Übrigens, die Blende ist, ich werde nicht das oben aufnehmen, ich werde das unten aufnehmen von diesem Pilz. Die Blende ist übrigens 5,6 und ich habe jetzt eine Belichtungszeit von 2,5 Sekunden. Das ist recht lang. Was ich übrigens jetzt auch mal noch machen werde. Ich glaube, das ist aber automatisch aus. Das ist der Stabi, den schalte ich jetzt mal auf Off. Nur mal, um sicher zu gehen, dass es da keine Probleme gibt. Aber nur so zur Sicherheit, ne? Jedenfalls, ich habe alles eingestellt. Und jetzt jetzt kommt im Grunde der zweite Teil. Übrigens, das sieht ziemlich gut aus. Was ich noch wissen müsste, ist, wie viel Millimeter übrigens dieser Extension Tube hat. Ich glaube 16, ja, 15 oder 16 Millimeter raus. Der andere ist kleiner, hat also weniger Vergrößerung, aber wir wollen ja aufs Maximale gehen. Und an der Stelle blende ich euch dann die Breite ein, die ich aufgenommen habe. Ich mache ja dann wieder ein Bild mit der Skala. Also müsste ich ja jetzt mehr wie 1:1 haben, aber wie viel mehr? Das ist ja die Frage, ne? Und das kriegen wir dann noch raus. Und vielleicht erzähle ich einfach weiter, während die Kamera Bilder macht. Weil das stört ja alles nicht. So. Und jetzt legt sie los. 2,5 Sekunden, das kann also ein gutes Stück dauern. Ich werde, wie gesagt, nicht ganz tief den Stack machen.
Das ist auch nicht immer sinnvoll, aber ja. Also das wird ein bisschen dauern und das muss man jetzt wissen. Die Kamera macht Schrittweite. Die beste Schrittweite ist in der Einstellung 1. Man sollte die eigentlich immer wählen. Lieber zu viel als zu wenig Bilder. Das ist mal die erste Makro-Regel, die ihr kennen müsst. Ganz wichtig. Also auf 1 eingestellt. Die Kamera weiß, ich habe ein 60 mm Makro, ich habe die Blende und die hat einen Algorithmus drin, der irgendwie sehr unbekannt ist, was die Schrittweite betrifft für Makrofotos. Wenn ihr einen Zwischenring einbaut, dann weiß das die Kamera nicht. Sie macht einfach dasselbe wie vorher. Eine Schrittweite pro Bild, weil sie denkt, sie ist auf 1:1 bei der Blende. Ist sie aber nicht. Wenn alles gut läuft, habt ihr einen sauberen Stack ohne sichtbare Unterbrechungen. Wahrscheinlich ist das Bild ein Hauch schlechter. Wie viel? Das ist die Frage. Und das werden wir uns ganz am Ende, wenn ich alle Bilder habe, dann nochmal in einem Abschlussvideo ansehen. Ihr seht also jetzt gleich, wenn ich fertig bin, ja, noch ein bisschen lasse ich es laufen. Da ist übrigens auch ein bisschen Schmutz dran. Stört euch nicht dran, Fussel. Das ist in der Makrofotografie auch ein Teil der Arbeit. Retusche. Retusche und vielleicht vorher auch richtig gucken, sauber machen. Ihr braucht eine gute Lupe. Das gehört alles dazu. Aber am Anfang ist erstmal wichtig, dass ihr anfangt. Bis ihr nämlich wirklich alle Tricks drauf, also was heißt Tricks, bis ihr ein Gefühl dafür gekriegt habt. Wo, was ist gut, was ist schlecht. Das braucht seine Zeit. Und das Schlimme ist, es kann euch keiner erklären. Aber anhand der Bilder, am Vergleichen, mit anderen Makrofotografen reden, sag mal, was gefällt dir da, was gefällt dir nicht, worauf muss ich achten, das ist der Lerneteil, der Ausbildungsteil für euch. So, ich bin jetzt schon ein gutes Stück ins Motiv rein, aber ich warte noch ein bisschen, wie gesagt, die Anzahl der Aufnahmen verlängert nur die Rechenleistung beim Fokusdecken, also das dauert einfach, ist so. Aber wenn man das übrigens clever macht, dann exportiert man die Bilder über Nacht, geht schlafen und am nächsten Tag fängt man mit dem Stacken an. Man muss nicht alles an einem Tag machen. Das ist sowieso nicht sinnvoll, weil man dann irgendwie auch die Lust verliert. Ne? Und manchmal ist der zweite Eindruck auch besser. Ne? Gut. Also das, was ich sehe hier, das sieht übrigens gar nicht schlecht aus. Ne? Also von der Schärfe her würde ich sagen, da und auch das Licht ist gar nicht so schlecht. Ja? Also das Licht ist gar nicht so schlecht. Mit einem Blitz gerichtet, also gerichtet sowieso nicht. Ihr müsst immer soft arbeiten. Das sind aber wieder andere Dinge, die werde ich in diesem Video nicht besprechen. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug aufgenommen. Ja, noch ein bisschen. Es dauert halt. Ne? Wenn ihr mit viel Licht arbeitet, geht das natürlich viel, viel schneller. Ja, weil die Belichtungszeit halt kürzer ist. Ne? Ist klar. Und dann kann die Kamera richtig flott da Bilder stacken. Also Focus Bracketing machen. Ich würde sagen, ich höre jetzt hier auf, blende euch das fertige Bild ein, die Skala ein und was es für ein Abbildungsmaßstab ist, beziehungsweise den Abbildungsmaßstab, den blende ich euch direkt ein und lasse die Skala weg. Die ist nicht wirklich interessant. Ja, das langt. So, aufgehört. Übrigens eine Sache, wenn man 1:1 eingestellt hat, fährt das Objektiv immer wieder an den Ausgangspunkt vom Stacken zurück. Das ist eine feine Sache, weil sonst müsste man immer erst wieder zurückdrehen. Ja, vielleicht habt ihr auch einen Fehler gesehen, sagt, oh, da muss ich aber noch mal was korrigieren. Dann müsst ihr nicht alles neu einstellen, sondern nur euer Motiv vielleicht anders ausrichten und ihr seid schon wieder in der richtigen Einstellung. Jetzt muss ich meine Skala fotografieren und ihr seht das Bild und ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video. So, dieses kleine Videoschnipsel, das brauche ich zum Einblenden für Zwischenring, das sind 70 mm, also
1,5 cm näher mit dem 16 mm Zwischenring. Nur mal so als kleine Einblendung.